herzlich willkommen zu einem neuen Vlog aus L.A. You guys, Moment, ich muss mich mal kurz... Ja, ich bin in L.A., ich hab's geschafft. Oh, ich muss euch kurz die View zeigen. Ich bin gerade in einem Hostel und zwar war das einfach alles irgendwie ein bisschen anders geplant, als ich hier hingekommen bin. Sollte ich nämlich eigentlich direkt zu einem Freund gehen und der hat aber seinen Urlaub noch verlängert gehabt bis jetzt Donnerstag und da musste ich irgendwie so richtig spontan noch ein Hotel oder so buchen und ich hatte jetzt irgendwie gesagt, irgendwie ehrlich gesagt keine Lust so viel Geld für ein Hotel auszugeben so kurzfristig. Deswegen habe ich mir ein Hostel genommen für jetzt 2 Nächte oder 3, je nachdem, mal sehen. Ich mache gerade einen Spaziergang von Venice Beach nach Santa Monica. Ich muss nämlich da meine Karte aktualisieren. Ich habe nämlich meine SIM-Karte mitgenommen von letztem Jahr. Das ist ja noch meine Nummer, die ich letztes Jahr hier hatte. Und ich habe die aufbewahrt und ich hoffe jetzt, dass die mir da Geld draufladen und dass ich die dann wieder benutzen kann für einen Monat. Weil ich hatte immer so einen Monatstarif oder so, keine Ahnung. Und ja, deswegen, mein Hostel ist echt direkt am Venice Beach. Das ist so nice. Dann kann ich jetzt eigentlich da drüber rüberlaufen. 20 Minuten, weil das bringt wirklich... Weil eigentlich braucht man in L.A. ein Auto oder man muss mit einem Uber überall hinfahren. Also es ist echt richtig anstrengend. Deswegen bin ich gerade richtig froh, dass ich da rüberlaufen kann. Ich habe so einen T-Mobile-Store gefunden. Da muss ich mir noch so einen Adapter kaufen für mein Handy. Weil das lade ich die ganze Zeit in meinem Laptop auf. Ich bin wirklich erst seit 12 Stunden hier. Weniger. Und doch, naja, I don't know. Und wirklich, es sind alle so freundlich. Ich liebe es, wirklich, Leute. Man geht egal wohin. Jeder lächelt einen an, sagt einem Hallo, fragt, wie es geht. Egal wo. Und ich bin immer noch so, hat er jetzt mit mir geredet? Oder, oh, der sagt mir gerade Hallo. Das ist wirklich so, das liebe ich so sehr. Aber das macht einfach direkt gute Laune, wirklich. Ein very expensive lunch, aber man gönnt sich ja sonst nichts. Ich laufe gerade noch ein bisschen hier in Venice auf dem Abukine rum, auf dem Weg wieder zurück. Ist auf jeden Fall auf einer meiner Lieblingsstraßen hier in Venice, der Abukine Boulevard. Bin ich oft geworden, hier sind richtig viele süße Geschäfte und ja, manchmal trifft man hier auch famous people. Habe ich auch schon mal letztes Jahr. Ja, wurde auch gerade schon zu irgendwelchen Events eingeladen von den Leuten, die mich angesprochen haben. Ich weiß ja nicht, ob ich weitergehen soll, aber es sind alle immer so nett zu mir. Ja, es ist ein Haus-Event, wurde ich jetzt eingeladen am Samstag. Das war so doof, weil ich mir hatte einen Freund geschrieben, der auch Au-pair mal war vor einem Jahr, der jetzt auch gerade wieder hier ist. So witzig, dass wir beide jetzt hier sind. Dem hat er mir geschrieben, dass er auch am Beach ist, nebenan, also Marina Del Rey. Ich war aber beim Venice Beach und da hat er gefragt, ob ich Lust habe, vorbeizukommen. Und ich wäre auch gekommen und es war irgendwie 25 Minuten. Ich hatte nämlich absolut keine Lust, 25 Minuten zu laufen. Und irgendwie kickt mein Jetlag auch gerade echt extrem. Ja, um 5 Uhr, ich habe eben einen dicken Nap gemacht am Strand. Auf jeden Fall war ich stehen geblieben, dass der Jetlag kickt. Ja, er kickt und ich bin müde. Deswegen bin ich jetzt nicht mehr 25 Minuten noch zu meinem Freund gelaufen, obwohl ich ihn eigentlich voll gern gesehen hätte. Ich sehe den bestimmt die Tage oder ich habe ihn gefragt, was er zum Abendessen macht. Ja, ich denke, ich gehe jetzt unter in die Küche. Ich habe mir einen Salat heute Mittag geholt. Den habe ich noch nicht aufgegessen, den esse ich jetzt. Nur mal sehen. Ich wollte eine Stunde wieder runter zum Strand, weil ich mir den Sonnenuntergang angucken kann möchte. Gestern habe ich ihn ja verpasst, weil ich genau dann gelandet bin. Aber heute lasse ich mir das nicht entgehen. Deswegen packe ich mir gleich einen dicken Pulli ein und laufe nochmal runter zum Strand, denke ich. Ich
habe es jetzt doch nicht mehr zum Strand geschafft, weil ich, als ich mich eben unten in die Lounge gesetzt habe, habe ich mit ein paar Leuten geredet hier aus dem Hostel und da ist sogar einer aus Deutschland. Und dann habe ich mich irgendwie den ganzen Abend mit denen verquatscht und ich habe jetzt endlich ein Ladekabel. So funny, dieser eine Typ hat mir von in so einer App erzählt. Das ist so weird. Wo ist das? Einfach so einen fetten Adapter, weil ich brauche ja unbedingt dieses für die Steckdose. Und keine Ahnung, war irgendwie so witzig. Und dann habe ich irgendwie das bestellt in so einer App. Und er hatte noch so ein Kabel dazu bestellt. Und ich hatte so zwei Cookie-Packungen noch bestellt, weil das Mindestbestellwert war. Und dann hatte er irgendwie einen Gutschein davon. Und dann waren das irgendwie nur 10 Dollar. Und das kam irgendwie zu unserer Haustür hier innerhalb von 10 Minuten. Das ist so creepy gewesen. Also der hatte gestern schon mal was bestellt um 1 Uhr nachts. Und dann eine halbe Stunde später ruft die Frau und meint, ja, das ist jetzt da. Und ja, das ist so nice, weil ich wirklich diesen Charger unbedingt brauchte. Ich lade die ganze Zeit mein Handy an meinem Laptop auf. Auf jeden Fall, ja, war das mein erster richtiger Tag in L.A. dieses Jahr. Natürlich nicht insgesamt. Aber ja, es war auf jeden Fall sehr nice. Ich freue mich auf morgen. Ein neuer Tag. Und ja. Guten Morgen. Es ist schon der nächste Tag. Wir haben Mittwoch. Und ich mache einen kleinen Spaziergang. Heute Morgen habe ich das Video schon zum Teil geschnitten. Und ich laufe jetzt zu den Venice-Kanälen. Ja, das kenne ich auch aus meinem Lieblingsfilm, einem Lieblings-Valentine's Day. Ja, und da spielt das einfach auf diesen Kanälen. Ich gehe vorher noch zu Starbucks, mir mein Favorite Drink holen. Und dann schaue ich mal, wann ich heute meinen Freund sehe, den ich eigentlich gestern treffen wollte. Aber ja, das ist jetzt erstmal der Plan. Es ist eigentlich so bescheuert, wie glücklich mich dieser Starbucks-Drink gerade macht. Oh mein Gott, ich habe so lange auf diesen Drink gewartet. Er ist so freaking gut. Gut, good. Mit diesen Stücken da drin. Oh, ich könnte es jeden Tag essen, trinken. Okay, ich bin jetzt angekommen und jetzt laufe ich hier einfach über diese ganzen kleinen Brücken drüber. Es ist so schön. Leute, ich werde das, glaube ich, diesen Vlog oder diese Vlogs über 1000 Mal sagen. Ich bin so glücklich. Ich kann es gar nicht beschreiben. Ich bin so glücklich gerade. Oder hier. Ganzen unterschiedlichen Häuser hier. Das ist der Wahnsinn, wirklich. Das fand ich damals auch schon richtig cool, dass ich dass die Häuser hier alle so unterschiedlich sind vom Style her. Das ist krass, das modernste, dann aber auch so richtig so, ich weiß nicht mehr, wie man diesen Style nennt, von diesen ganzen Häusern, aber es ist so schön. Ich kann mich wirklich, wenn ich die ganzen Häuser sehe, dann denke ich mir immer, ich weiß gar nicht, wie ich mein Haus später selber haben möchte, falls ich mir eins baue oder keine Ahnung, aber ja, klar, ich share gerade so meine Thoughts, wenn ich hier durchgehe. Das ist so süß. I can't wirklich. Ich weiß gar nicht, ob man mich überhaupt hört. Ich muss wahrscheinlich laut reden. Mein Au-pair-Freund hat mich abgeholt und ist noch mit einer anderen Freundin hier. Und jetzt genießen wir die Zeit am Strand, zusammen in Manhattan Beach. Es ist
ins Meer, in den Süden. Und es ist wunderschön. Oh my god, I'm so excited. Let me to eat this. I think it really is bubblegum. You want to try it? Like the taste after? Will you like it or? It's interesting, right? What's his name? Root beer. Just ate the paper. You got the gas? Yes, I got it. I just think it would be cool if we put something. Do you need help? I don't want to get out. Oh mein Gott, ich habe noch gar nicht erzählt, was passiert ist. Wir sind auf der Autobahn und er auf einmal nur so, I can't believe that happened to me. Ich nur so, hey, was ist jetzt passiert? Und er meinte nur so, ja, we're running out of gas. Und ich so, was? Und er konnte nicht mehr fahren, der ist so langsam gefahren. Jetzt stehen wir auf so einer Kreuzung. Seit 10 Minuten und er musste jetzt gerade einen Uber holen und mit dem Uber ist er zu der nächsten Gasstation gefahren. Jetzt ist er gerade wieder gekommen und füllt jetzt das auf und ich war mit ihr hier im Auto und alle hupen so hinter uns, obwohl wir Blinklicht anhaben. Ich habe das nicht mal mitgekriegt und hier ist anscheinend auch irgendwie keine Anzeige. Also er meinte schon, dass eine Anzeige gezeigt hat, aber nicht wie viel. Jetzt sitzen wir hier seit 10 Minuten im Auto, aber er ist gerade wieder gekommen. Das ist mir auch noch nie passiert, ne? Das wäre das Schlimmste. Okay. Batteries, yeah. Just. Okay. Just. Now we can go to that gas station.